Eine traurige Nachricht. Lightroom ist tot. Scheiße. Ich hab's doch schon mal gesagt, und ich wiederhole mich gerne nochmal. 2017 ist das Jahr der Retro-Kameras, wobei diese erst im Jahr 2018 auf den Markt kommen werden. Nachdem es ja vor kurzem die Yashica 35 geschafft hat, viele Kamerafreunde zu mobilisieren, um auf Kickstarter genug Geld in den Rachen dieser Firma zu stecken, damit eine Retro-Kamera im nächsten Jahr auf den Markt kommt, wird es jetzt mit I am back, hasta la vista baby, I am back, so ähnlich aussehen. Denn hier gibt es auch eine Kickstarter-Variante und I am back verhilft dir zu Hause, deine alte Kamera, die irgendwo in der Schublade verstaubt, rauszuholen, diese hinten zu öffnen. Das heißt also, die Kameraabdeckung, da wo der Film reinkommt, abzunehmen, dann genau auf I am back raufzusetzen, zu verschrauben mit Hilfe des Stativloches, dann die Bulb-Funktion einzustellen, die Synchronisation mit Blitz zu verkabeln und schon kannst du mit deiner alten Canon, mit deiner alten Minolta, mit deiner alten Yashica, mit deiner alten Nikon Fotos machen. Ohne Film. Aber du benutzt den alten Body von 1970. Ja. Mit Hilfe von I am back gelingen dir UHD-Videos und Fotos inklusive 16 Megapixel. Ja. Das Ganze wird dann auf einer SD-Karte abgespeichert, sodass du das Ganze natürlich digital verwenden kannst. Aber I am back klingt schon mal viel, viel geiler als Yashica 35. Denn hier kannst du wirklich deine ganz, ganz alte Kamera nutzen. Wobei, will man das eigentlich? So retro, richtig retro und so? Das ist immer noch nicht analog, ne? Kann man keinen Film einsetzen, ist auch wieder digital. Ach, ich weiß ja nicht. Was hältst du denn von Hasta la vista? I'm back. Oh, 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 die Welt geht unter, die Welt geht unter, die Welt geht unter. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Dann denkt man, man hat die geilste Kamera der Welt gekauft. Und dann liest man auf einmal so, für diese Kamera wird folgendes Objektiv empfohlen. Liste runter, 11 Stück. What? Nur 11 empfohlene Objektive, damit die D850 wunderbar funktioniert. Nikon, was läuft denn falsch bei euch? Und ja, vielleicht wurde das von Nikon gestreut. Vielleicht haben das doch aber auch einige Magazine komplett falsch verstanden und haben anstatt aus 40 empfohlenen Objektiven einfach mal eine Liste mit 11 Objektiven gemacht. Und dann würde ich dazu sagen, Schande über die Magazine, dass nicht ordentlich recherchiert worden ist. Denn nun kommt Nikon natürlich mit einer erweiterten Liste 40 Objektive, die auf die D850 passen und damit wunderbar arbeiten, wie zum Beispiel Nikko 20mm 1,4er, Nikko 24mm 1,4er, Nikko 24mm 1,8er, Nikko 28mm 1,4er, Nikko 28mm 1,8er, Nikko 35mm 1,4er, Nikko 35mm 1,8er, Nikko 85mm 1,4er, Nikko 85mm 1,8er. Natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere Objektive, aber das würde jetzt den Rahmen dieser Fotos sprengen und das müssen wir einfach nicht machen. Deshalb schau einfach nochmal im Internet nach, welches Objektiv von Nikon für die D850 empfohlen wird und dann viel Spaß beim Fotografieren. Ach, Nikon, das kann doch mal passieren. Ach, unglaublich. Eine traurige Nachricht. Lightroom ist tot. Scheiße. Aber nichtsdestotrotz, lebe Lightroom. Denn der Punkt ist einfach, Adobe hat sich jetzt gedacht, ach, ganz ehrlich, warum bringen wir jetzt nur einfach ein Programm neu auf den Markt bzw. bearbeiten das, wenn wir nicht einfach zwei Varianten eines Programms komplett neu auf den Markt schmeißen können. Denn Lightroom CC ist wirklich eine komplett überarbeitete neue Version, in der es nur noch darum geht, deine Fotos zu sichten, bewerten und diese zu bearbeiten. Das heißt also, es ist eine Bibliothek und eine Entwicklungsstation geworden. Und alles andere, wie Karte, Buch, Drucken, Web und so weiter und so fort, ist einfach mal rausgeflogen. Denn Lightroom war natürlich ein wenig aufgebläht. Zudem bekommst du das Lightroom, welches wohl bei der Performance noch nie so geil gewesen ist wie Lightroom CC. Wobei, der Spaß hört dann natürlich auch wiederum auf, wenn man dann liest, dass deine Originalfotos in einer Cloud abgespeichert werden. Und ich habe nicht gelesen, dass ich das unterbinden kann. Was für mich nicht danach klingt, als wenn es wirklich so für den User abgestimmt ist.
Natürlich ist das Ganze benutzerfreundlicher, weil das Programm ganz, ganz anders aussieht und man nicht mehr so viel an Menüpunkten hat, die man irgendwie bedienen muss. Das ist natürlich super, super geil, aber wenn ich dazu sogar noch einen Cloud-Service kaufen muss, inklusive Lightroom CC, bezahle ich so knapp 12 Euro und habe dann 1 Terabyte dabei, aber nur dieses Programm Lightroom. Also natürlich, wenn ich nur das Programm Lightroom haben will, dann ist das ja nicht das Thema. Aber trotz alledem ist das so doch schon wieder sehr, sehr schwierig zu verstehen, warum meine originalen Fotos in einer Cloud abgespeichert werden. Und die andere Variante nennt sich Lightroom Classic CC. Classic, ja, klingt doch schon so ein bisschen altbacken, aber soll es gar nicht sein, denn Lightroom Classic CC wird eigentlich Lightroom 7 sein, in dem Sinne, denn es erhält auf jeden Fall diese Versionsnummer. Bei Lightroom CC Classic oder Lightroom Classic CC wird es einfach darum gehen, dass es genauso aussieht wie die Lightroom 6 Version und ein bisschen an der Performance geschraubt worden ist. Das war's eigentlich. Viel mehr gibt's da nicht. Und der andere große Nachteil ist dann natürlich, es gibt keine Kaufversion mehr. Das heißt also, auch Lightroom Classic CC und Lightroom CC musst du dann mieten. Beide arbeiten mit dem Cloud-System, wobei bei Lightroom Classic CC gibt es keine Variante, dass du Originaldateien in der Cloud sofort abspeicherst. Das kannst du im Nachhinein machen, das wird nicht sofort gemacht, was schon mal positiv klingt. Aber aber es wird weiterhin Fotografie, also Photoshop und Lightroom Classic in dem Fotografie-Pack von Adobe für 11,89 geben, wenn sie da nicht vielleicht auch noch den Preis anheben. Ja, jetzt ist die große Frage, ist Lightroom dadurch jetzt tot? Oder denkt man sich so, geil Mann, Lightroom CC wird der Oberknaller und Lightroom 7 Classic CC, ja scheiß drauf, ist egal. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Oh ja, das ist doch, glaube ich, das beste Lightroom, was Adobe jemals auf den Markt geschmissen hat bzw. schmeißen wird. Denn so wie es aussieht, kann das schon ganz, ganz nice werden. Und dann vergisst man eventuell auch die Vorgängerversion von Lightroom. I don't know, but maybe it will be the future. Sollte dir diese Fotonews gefallen haben, würde ich mich ein Däumchen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Dann gibt es hier 2 weitere Videos, auch da nochmal definitiv reinschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns zunächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.